unten der Weihnachtsmann. Feliz Navidad! Wir wünschen euch frohe Weihnachten! Und es tanzt und es lucht, 40 Grad am Dancefloor. Hurra-Balu, sagst du immer hey, oh. Was ist denn heute? Guten Morgen, ihr Lieben. Es sah heute furchtbar aus. Aber ich hatte halt auch einfach keine Zeit heute Morgen, irgendwie mir was ins Gesicht zu klatschen, wozu auch und für wen auch. Da ich ja für Emil noch schnell das Teilefrühstück fertig gemacht habe. Und ja, ich habe noch ein kleines Geschenk eingepackt für Emils besten Freund. Einfach so zu Weihnachten, eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit. Und jetzt bin ich viel zu spät auf dem Weg zur Arbeit. Und ja, wie ihr hört, Hula-Palu ist momentan total mein Motto. Dieses Lied ist morgens das Beste, was mich runterbringt von meiner schlechten Laune, die ich morgens habe. Und ja, damit kann ich immer ganz gut bis auf dem Weg, also auf dem Weg zur Arbeit, bis ich da bin, mich ganz gut runterfahren. Und das ist dann richtig schön laut an hier. Und ja, es sind noch 3 Tage bis Weihnachten. Und irgendwie habe ich ein bisschen Angst vor Heiligabend. Ich weiß nicht. Tja. Aber ich werde mir das schon ganz schön machen mit Emil zusammen. Definitiv. Müssen wir jetzt durch. Und nächstes Jahr sieht das alles schon wieder anders aus. Und heute Nacht lag ich einfach mal 3 Stunden wach. 3 fucking Stunden. Entschuldigung das Wort. Von 2 bis 5. Ich hoffe, dass auch das bald ein Ende mal wieder hat. Ich schlafe zu Hause so schlecht. Ich habe in Bochum so gut geschlafen. Ich habe bei meiner Mama so super geschlafen. Nur zu Hause, nur in den eigenen 4 Wänden. Da schlafe ich einfach schlecht. Ich habe schon überlegt, ob ich denn ab morgen Abend einfach im Wohnzimmer schlafe. Weil da komischerweise schlafe ich gut. Liegt vielleicht dran, dass ich, weiß ich nicht, da auf der Couch immer alleine gelegen habe. Keine Ahnung. Aber es nervt. Ja. Meine Erkältung oder was auch immer das ist, ist auch sehr nervend. Also ihr merkt, ich bin voll in Woche 4, voll im Meckermodus. Und trotzdem habe ich euch alle gern. Und ich freue mich mit euch, die letzten 3 Tage bis Heiligabend zu verbringen. Und wir werden uns das alles schon sehr schön machen, ne? Bis später, ihr Lieben. Einmal Feierabend. Oh, ich sehe heute aus. Ich muss unbedingt in die Badewanne. Max, ist gut. So. Feierabend, wie das duftet. Jetzt holen wir den Emil ab. Jetzt fällt dir was runter. Das wäre schlecht beim neuen Handy. Ja, dann will ich noch einmal vielleicht mit ihm auf den kleinen Weihnachtsmarkt bei uns. Und zu Hause muss ich heute mal die Wäsche wegräumen. Das fehlt nämlich immer noch. Fällt immer. So. Jetzt kommt da der Bus. Wo kommt der doch nicht? Dann fahre ich jetzt. Heute immer die Kamera nach vorne fällt. So, ja, auf jeden Fall rede ich nochmal mit ihm über unseren kleinen Weihnachtsmarkt. Und ja, war es das für heute. Wäsche wegräumen. Genau, da war ich stehen. Und dann möchte ich noch in die Badewanne. Und dann ist morgen der letzte Tag. Dann muss ich eigentlich Abend arbeiten. Und den 2. Weihnachtsfeiertag und den 25. Und dann, Trommelwirbel, habe ich 11 Tage frei. Jawohl, ich habe einfach nochmal gechillte 11 Tage frei. In der Zeit hat Emil Geburtstag, wir feiern noch Kindergeburtstag und dann gehe ich wieder arbeiten bis Ostern. Ja. So sieht das leider dann aus, aber dann bin ich auf jeden Fall tiefenentspannter, denke ich mal. Also der Urlaub war ja wunderschön in Berlin und in Bochum. Aber man kommt halt doch nicht so zur Ruhe, wenn man
unterwegs ist. Und daher freue ich mich sehr, noch mal ein paar Tage hier zu haben, wo ich einfach ein bisschen Ruhe habe und einfach auch Zeit mit Emil und muss Emil nicht mit zur Arbeit nehmen, weil die Kita zu ist, sondern habe einfach die Zeit Urlaub. Und das ist schon echt schön. Gut, ihr Lieben, ich melde mich später wieder. Bis dann. So, wir haben Post bekommen, ne Emil? Ja, genau. Ich muss das mal, zuhalten. Wer hat dir geschrieben, Emil? Der Weihnachtsmann. Ich guck mal, ob ich das scharf gestellt bekomme. Nein, leider nicht. Ja, der Weihnachtsmann hat geschrieben. Und das machen wir jetzt mal auf, ne? Ja. So. Dann schauen wir mal. Da sind so kleine Karten mit drin, ne? Kleine Postkarten. Und Weihnachtsmäuse zum Verschenken. Ein Rezept. So sieht das aus. Bitteschön. Wofür denn ein Rezept? Moment, jetzt muss ich erstmal vorlesen. Lieber Emil, in der Vorweihnachtszeit bekomme ich jeden Tag große Säcke gefüllt mit Briefen von Kindern aus aller Welt. Heute war deiner dabei. Vielen Dank. Den Engeln und mir ist gleich aufgefallen, wie viel Mühe du dir beim Gestalten gegeben hast. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Sicher kannst du dir vorstellen, dass wir jetzt alle Hände voll zu tun haben. Jeder hat eine Aufgabe, ganz nach seinen Stärken. Die Engel und ich lesen und beantworten aufmerksam jeden Brief. Die handwerklich geschickten Wichte sind die Experten in der Weihnachtswerkstatt. Die fertigen Geschenke verpacken die kleinen Elfen in kunterbuntes Papier mit großen Schleifen. Und Rudolf trainiert fleißig mit den anderen Rentieren für die große Reise rund um die Welt. Wir alle können kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Freust du dich auch schon sehr auf das Weihnachtsfest? Ja. Bei der Arbeit hören wir gerne Musik. Das spornt uns an. Am liebsten hören wir in diesem Jahr, morgen Kinder wird's was geben. Bei dem Lied singen immer alle mit. Welches ist dein Lieblingslied? Welches Weihnachtslied magst du gerne? Oh, Tannenbaum. Abends machen wir es uns vor dem prasselnden Kaminfeuer gemütlich und essen Vanillekipferl. Ich liebe es, die Kekse in den heißen Kakao zu tunken, bis sie ganz weich werden. Magst du das auch so gern wie ich? Weißt du nicht? Wusstest du eigentlich, dass es verschiedene Weihnachtstraditionen gibt? Oh. In Deutschland bringe ich die Geschenke am 24. Dezember. In Großbritannien und in den USA hingegen erst am Morgen danach. Auch mein Name ist unterschiedlich. In Brasilien nennen mich die Kinder Papai Noel. In Italien Babbo Natale und in Polen heiße ich Gwiazdor. Eins aber ist überall gleich. Alle freuen sich darauf, das Fest gemeinsam mit ihren Lieben zu verbringen. Auch dir, deiner Familie und deinen Freunden wünsche ich wunderschöne Weihnachtsfeiertage. Ich hoffe, dass du mir auch im nächsten Jahr wieder deinen Wunschzettel schickst. Liebe Grüße, deinem Weihnachtsmann. Mama, ja? Hat sie noch nicht geschrieben, ob man meinen ganzen Wunschzettel machen kann? Tja, das wirst du erst Heiligabend sehen. Stecken wir jetzt aus? Noch kurz dumm bleiben. Gut, bis später, Julie. Oh, dank Laptop sieht man ja doch noch ein bisschen von mir und mein schönes Doppelkinn immer von oben filmen. Da irgendwo schnorchelt der Emil. Ja, der schläft heute bei mir. Und ich beende jetzt diesen Vlog an dieser Stelle. Ich bin gerade dabei, den von gestern noch zu schneiden. Ich hatte eben noch gebadet. Danach habe ich in der ARD den Film mit Florian David Fitz geschaut. Der Erich Kästner und der kleine Dienstag. Hat den auch jemand von euch geguckt? Ich fand den ja echt gut und ich mag ja auch so Kriegsfilme und alles. Und ich meine dennoch Florian David Fitz. Ich bitte euch, mein Sahneschnittchen. Ja. Also das ist ja wohl mal, das wäre ein Mann, wo ich nochmal überlegen würde, eine Beziehung einzugehen. Ja, ohne Wenn und Aber eigentlich. Aber erstmal muss die andere einen loslassen. Hier und
Hier. Ja. So sieht das aus. Ja. Aber ich will euch doch nicht jeden Abend zuquatschen. Ich schaff das schon. Irgendwie. Es muss halt noch viel aufgearbeitet werden. Und man darf nicht mehr über die roten Ampeln fahren. Und die rote Ampel muss wieder grün werden. Das dauert, aber vielleicht klappt es irgendwann wieder. So. Und jetzt mache ich hier meinen Cut. Schneide Videos. Heute Nacht hoffe ich, ein bisschen besser zu schlafen. Und ich sage bis morgen. Morgen ist Freitag. Und dann muss ich nur Sonntag 2 Stunden arbeiten. Dann haben wir den ersten Weihnachtsfeiertag frei. Den zweiten müssen wir arbeiten und den 27. Und dann haben wir 10 Tage Urlaub. 10 Tage nur auf der Couch gammeln. Ja. Und Emil hat den Geburtstag. Oh mein Gott, mein Süßer wird schon 6. Die Zeit rennt so. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine gute Nacht. Naja, oder einen schönen Tag. Und bis morgen. Tschüss.